Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Sky Factory 2. Joa, ich habe jetzt einfach mal noch einen Cobblestone gemacht offscreen, damit wir das hier fertig machen können. Mal gucken, was funktioniert. Es funktioniert, nice. Jo, das erste, was ich jetzt machen werde, ist, machen wir im bisschen so Cobblestone, damit ich daraus Werkzeuge machen kann. Und geht auch schon weiter. Machen wir die Musik noch ein bisschen leiser. Noch ein ganz bisschen. So. Wir haben unendlich Cobblestone. Nice. Oh. Das kann ich nicht vermeiden. Sollte auch nichts anbrennen, weil hier alles von Cobblestone gesichert ist. Sehr schön. So. Dann mache ich mir mal schnell jetzt weg. Eine Cobblestone Pickaxe. Super. Ja, schon besser. Hier hin. Ja. Oh, der Generator läuft auf Hochtouren. Haben wir Cobblestone. Wer der Kuh schon will für Torch and Insert Stones or Cobble to make Lava, build a Cobblestone Generator. Fertig. Ah. Wir haben das Holzzeitalter abgeschlossen. Sehr schön. Dann geht es jetzt weiter zur Steinzeit. Wir müssen eine Monsterfarm machen. 25 Blöcke weg von unserer Base. Das wäre dann hier. Ja. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das heißt, hier muss die Monsterfalle hin. Okay. Dann mache ich mir mal wieder ein paar Slips. Und ja, ich weiß auch schon, wie ich die machen werde. Ist nämlich gar nicht so schwer. Mache ich schön unseren Style hier weiter. Mal diese Raute. Perfekt. So, also irgendwas stimmt in meinem Mikrofon heute nicht. Das ist gar nicht so. Moment. So, jetzt sollte es besser sein. Gut. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt auch mal eine andere Aufnahmeeinstellung genommen. Ich schaue mal das Video hier nach an. Mal gucken, ob die Qualität jetzt besser geworden ist, weil es liegt mitunter an Minecraft, aber auch an YouTube, wie das Ganze programmiert ist.
Es ist ein bisschen verschwommen bei Minecraft, wenn man sich bewegt. Und das wollte ich jetzt vermeiden. Mal gucken, wie es klappt. Okay, ich mache das hier mal schön gleichmäßig. Soll ja auch am Schluss schön aussehen. Ja, gerade auch die Minimap ist aus. Irgendwie sieht das nicht gleich aus. So. Ja, okay, das muss ich dann später irgendwann machen. Mache ich dann irgendwann zwischen den Folgen schön. Okay. Setze ich da mal eine Fackel drauf. So, dann wollte ich hier jetzt die Monsterfarm haben. Wie mache ich das jetzt? Das könnte theoretisch schon so hinhauen. Da mal weg. Jetzt. Nein, nicht da. So. Komm. Nicht so schwer sein. Ja, anscheinend schon, ne? Was mache ich hier nur? So. Genau. Also jetzt mal kurz so. Vielleicht auch so. Ja, genau, das hier wird jetzt so. Ja, so ist okay. Das hier wird jetzt der Punkt, wo die Monster hingeschwemmt werden mit Wasser. Am Ende. Ich mache dann hier eine Wasserquelle, die fließt dann hier rein. Gut. Problem ist halt nur, jetzt muss ich hier irgendwie hochbauen gleich. Ja, da habe ich doch eine Aufgabe für heute. Muss jetzt hier hochbauen, dann Plattformen machen. Baue mal für ein bisschen Licht, dass hier nichts spawnt, ohne mein Wissen. Jo, ich sterbe gleich an Hunger, ne? Ich hab nichts an. Ich hab alles in den Kisten. Ist zwar ein bisschen lame, aber ich kriege jetzt auf die Schnelle nichts zu essen, also. Okay, dann respawn ich mal. Na, komm schon. Danke. So, es wird jetzt sofort Nacht. Das will ich nicht. 17:33 Uhr, dann wird es Nacht. Genau.
Okay, dann bringe ich jetzt mal die Bäume zum Wachsen für ein bisschen mehr Holz. Da ich das mit Eiche gemacht habe. Die zweimal da rein und dann gucke ich mal, dass ich hier die Eiche wieder wachsen lasse. Das Gute ist, im Gegensatz zu einer normalen Map kann hier nirgendwo ein Monster spawnen. Heißt für mich, ich muss es nicht extra ausleuchten. Das hier habe ich jetzt nur gemacht, damit ich nachts auch sehen kann. Das heißt, sobald ich da oben die Plattform dann fertig habe, werden die Monster auch anfangen zu spawnen. Na komm. Kann doch nicht so schwer sein zu wachsen, oder? Wachse, Baum, wachse. Ich wollte ich nicht, aber egal. Da ich jetzt sowieso Steine habe. Auch eine Steinaxt machen. Okay. Ui. Na toll, schon wieder du. Will, dass du wächst. Wisst ihr was? Sollen von mir aus die Rubber Trees wachsen. Mach ich halt daraus. Hier brennt nichts. Gut. War da nicht noch was, was ich machen kann? Gefehlt. Second Layer. Genau, dann fange ich jetzt mal an mit der zweiten Etage. Dann mache ich das hier offscreen. Jetzt bräuchte ich wieder einen Eimer, dafür brauche ich wieder Clay. Clay ist jetzt aber noch einfacher zu bekommen. Muss mir nämlich einfach nur Wasser nehmen. Und ich sollte hier noch Wasser drin haben. Jo. Brauche ich meinen Hammer? Wo habe ich meinen Hammer? Da habe ich gar keinen mehr. Ah, da, Wooden Hammer. Brauche ich nämlich das. Perfekt. Ah, jetzt bist du gewachsen. Ja, super. Gut, Kohle haben wir jetzt auch. Dann warte ich mal kurz auf den Eimer. Gut. Jetzt wird's gefährlich, weil jetzt muss ich mich hier runterlassen. Oder ich mache mir eine Etage nach oben. Steht da dabei, dass ich nach unten bauen muss? Dann kann ich auch nach oben bauen. Ah, unter. Okay, below. Na gut. Weiter mal. Perfekt. Okay. Mal hier drauf. So.
Kann ich mir hier eine Leiter runter machen? Gut. Dann mache ich mir da eine Leiter runter. Dann kann ich anfangen, da zu bauen. Die Leiter mache ich jetzt noch mal kurz. Okay. Passt doch. Lol. Okay. Muss gucken. Okay. Habe ich hier eine zweite Ebene. Wenn ich die irgendwann mal brauchen sollte, werde ich die erweitern. Aber momentan brauche ich die nicht. Dann hake ich das mal ab. Okay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da habe ich dann genug Holz und dann machen wir uns an die Monsterfarm. Bis dahin, tschüss.